Brüche addieren, ja, plus heißt es, addieren und subtrahieren heißt minus. Das kennen wir von den natürlichen Zahlen, aber jetzt geht es um die Brüche, die wir schon als Bruch kennengelernt haben, aber wir haben sie noch nicht miteinander addiert. Hier habe ich eine Aufgabe mitgebracht, ein Viertel plus zwei Viertel plus drei Viertel. Ich werde euch gleich noch andere Aufgaben zeigen und daran werden wir dann erkennen, wie man addiert und subtrahiert. Es geht nämlich immer ums Gleiche. Wir müssen den Nenner gleich machen, dann können wir im Nu addieren und subtrahieren. Aber das zeige ich euch jetzt. Bei der Aufgabe ist es vielleicht gar nicht mal so verkehrt, wenn wir uns das Ganze zeichnerisch darstellen. Also das hier ist ja zeichnerisch quasi eine Pizza in vier Teile unterteilt und ein Viertel, also ein von vier markiert. Hier haben wir quasi zwei Viertel markiert, man könnte auch sagen die Hälfte, aber es waren ja hier Viertel gegeben, also zwei Viertel. Und das hier sind drei Viertel. Wenn man das jetzt alles zusammenzählt, ein Viertel, dann kommen nochmal zwei Viertel dazu und nochmal drei Viertel, dann lautet das Ergebnis doch sechs Viertel. Ja, hier vier Viertel und hier nochmal zwei Viertel. Also mathematisch gesehen sechs Viertel. Warum konnten wir das so leicht zusammenrechnen? Naja, weil diese Viertel eben zusammenpassen. Also von der Pizza her wissen wir das ja, dass das sechs Viertel sind. Das hier ergibt dann, wenn man es noch mathematisch umformt, ein ganzes Zweiviertel. Warum? Weil das ja eine ganze Pizza und zwei Viertel sind. Das nennt man die gemischte Zahl. Und weil ich natürlich weiß, dass man zwei Viertel noch anders schreiben kann, nämlich als ein Halb, kann ich das noch umrechnen. Aufgabe ist es immer, wenn so ein Ergebnis dran steht, in eine gemischte Zahl umzuwandeln und falls möglich noch zu kürzen. In dem Fall war das möglich, weil zwei Viertel das gleiche wie ein Halb ist. Man sieht ja hier, das ist eine halbe Pizza. Zweite Aufgabe, die ist jetzt unterschiedlich. Hier oben war es eigentlich ziemlich einfach zusammenzufassen. Das sehen wir, wenn es grafisch wird. Denn das hier kann ich jetzt nicht so einfach zusammenfassen. Warum? Der Unterschied ist hier, dass die Nenner hier alle gleich waren. Und deswegen konnte ich einfach Zähler plus Zähler plus Zähler, also 1 plus 2 plus 3 gibt 6 rechnen und den Nenner stehen lassen. Hier darf ich das nicht. Das, was ich hier zunächst machen muss, ist das grafisch irgendwie so hinkriegen, dass ich das auch grafisch sehen kann. Ich habe das jetzt hier mal gemacht. Ich habe einfach alles in Achtel gebracht. Also quasi die Viertel hier nochmal geteilt. Nochmal hier zwei Striche durch. Ich hoffe, ihr seht meine Maus. Hier erst in Viertel unterteilt und dann noch in Achtel unterteilt, dass ich quasi hier Achtel habe und hier Achtel habe. Aber jetzt ist es einfach. Das hier sind nämlich zwei Achtel. Das bleibt ein Achtel und das sind vier Achtel. Also ich muss quasi zunächst auf den gleichen Nenner erweitern. Den mittleren Summanden, den brauchte ich nicht erweitern, der war schon bei Achtel. Alles andere musste ich auf Achtel bringen. Das heißt, ich muss auch hier erstmal schauen, welchen Nenner haben sie gemeinsam. Wo steckt quasi jeder Nenner drin? Es war relativ leicht, weil die 4 in die 8 reingeht und die 2 in die 8 reingeht. Manchmal kann es auch sein, dass man in höhere Zahlen denken muss. Also hier dann auf beiden Seiten mal 2, also im Zähler mal 2 und im Nenner mal 2 gibt 2 Achtel. Hier erweitere ich mit 4, Zähler mal 4, Nenner mal 4. Und jetzt ist es so einfach wie hier oben. 2 plus 1 plus 4 gibt 7, gibt als Ergebnis hier zusammenschraffiert 7 Achtel. Genauso geht es beim Subtrahieren. Ich muss erst dafür sorgen, dass ich denselben Nenner habe. Auch hier habe ich wieder mit Achtel gearbeitet für den Beginn. Es wird dann deutlich schwieriger. Man muss immer schauen, wo passen die Nenner überall rein. Das erste bringe ich auf Achtel, ein ganzes ein Halb. Das ergibt ein ganzes vier Achtel mit vier erweitert. Dann bringe ich die ein Viertel auf Achtel, indem ich mit zwei erweitere und das hinten lasse ich stehen. So, und jetzt habe ich ein Problem. Ich kann zwar den ersten Teil noch berechnen, ein ganzes vier Achtel minus zwei Achtel bleibt stehen, ein ganzes zwei Achtel. Nur, davon kann ich jetzt eigentlich nicht drei Achtel abziehen, weil zwei Achtel minus drei Achtel geht nicht. Aber ich kann diese gemischte Zahl als unechten Bruch schreiben. Wissen wir noch, 1 mal 8 plus 2, ja, weil das ein Ganzes sind ja quasi 8 Achtel. Also steht hier vorne eigentlich 10 Achtel minus 3 Achtel. Und jetzt kann ich abziehen, das ergibt 7 Achtel. Was haben wir also heute gelernt? Wir müssen, wenn wir Brüche addieren oder subtrahieren wollen, müssen wir zunächst schauen, dass wir auf denselben Nenner bringen. Und zwar alle Summanden. Erst wenn wir alle auf demselben Nenner haben, dann können wir auch addieren oder subtrahieren. Das haben wir gesehen bei den unterschiedlichen Zeichnungen, die ihr hoffentlich auch so in euer Heft übernehmt. Wenn das Ergebnis ein unechter Bruch ist, wandeln wir es in eine gemischte Zahl um. Wenn die gemischte Zahl oder der Bruch, der rauskommt, noch nicht gekürzt ist oder noch kürzbar ist, kürzen wir ihn. Und wenn wir eine gemischte Zahl bei den Minusaufgaben haben, beim Subtrahieren, dann kann es manchmal sein, dass wir eben in einen unechten Bruch umwandeln müssen. Wem das zu schnell ging, noch einmal anschauen, aber eigentlich bleibt eins zu merken. Addieren und subtrahieren, das geht, indem ich die Nenner gleich mache. Bis zur nächsten Stunde. Tschüss!